sollen. Und ihr Bounce von Timbaland hatte die meisten Stimmen, deswegen let's go. Genau, also erster Schritt. Ihr macht langsam den Kopf hoch und macht ein Tap. Nehmt ihr von der Brust. Ja? Versucht möglichst wenig dies hier zu machen, sondern wirklich nur eine kleine Bewegung. Tap. Ja? Ihr geht von hier weiter in 1, 2, diese Wave-Bewegung erreicht ihr, wenn ihr eure Schulter hier hochzieht, dann einkriegt, also Ellenbogen raus, Schulter runter und dann hier einfach weich ausrollen. Hoch und ausrollen. Das macht ihr zweimal. Und dabei nehmt ihr euer rechtes Bein hoch. Das heißt, 1, 2. Das heißt, auf 2 klatscht ihr schon. Danach geht's 3, 4. Eure Beine machen rechts, links, Zehenspitz, rechts, links, ihr dreht euch und eure Hände, die führen sozusagen eure Beine. Die gehen von hier auf und drehen sich dann so um. 3, 4. Wenn ihr das habt, geht ihr nach links, ihr drückt euren rechten Arm, also der, was hier vorne ist, nach hinten und ruft zack, raus. Wenn ihr die Bewegung gemacht habt, tack, holt ihr hier so ein, ja, so ein bisschen Bogen nach rechts und geht dann Mitte. Von hier geht es nach links, runter, Mitte, hoch und tack. Genau. Wenn ihr die Choreo alleine macht, könnt ihr euch einfach einen Part auswählen. Ihr könnt meinen machen, ihr könnt den von den Girls machen, ganz egal. Wenn ihr mehr seid, ist natürlich umso besser. Dann könnt ihr das choreografisch so machen, wie wir das machen. Gehen wir nochmal zurück an den Schritt, wo wir hier sind. Wie gesagt, also rechten Arm zurück, Bogen, Stopp. Okay, vergesst nie die Stopps. Hier ist auf jeden Fall ein sehr deutlicher Tack. Von hier geht ihr nach links, runter, Mitte und zieht hoch. Danach die Person in der Mitte, was auch immer ihr euch entscheidet, macht Tack. Also sie boxt die anderen sozusagen so ein bisschen nach hinten, die anderen machen rechts, links und Schulter vor. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr mit dem rechten Bein, fangt ihr an, macht ihr zurück und das linke Bein nehmt ihr vor, dabei nehmt ihr eure Arme hier vor. Genau, das ist halt dann, ihr steht, wie auch immer, ihr seid zurück, ihr habt geboxt, wie auch immer, ich boxe auch mit Ellenbogen, aber egal, geht ihr rechts, links. Letzter Schritt ist auf, hoch, runter, jetzt rechter Arm und Bein rausholen, Rest bleibt einfach so stehen, zurück und hier atmen. Das hier sind so zwei Atemzüge, einmal 1, 2, genau. So, jetzt haben wir das Ganze nochmal im Durchlauf, am Anfang, but slowly. Ich stelle euch jetzt mal eine richtige Aufstellung. Wir sind hier. 7, 8, 1, 2, tap. 3, 4, clap. Rolling hip. Kreis, stopp. 1, 2, 3. Hoch, geht ihr durch. Tap und hip. Auf, hoch, runter, rauf, tap. Genau. Postet es, markiert uns, schickt uns, stellt uns Fragen, wie auch immer. Ihr könnt uns schreiben, wir antworten. Let's go, viel Spaß!